Ja, hallo. Das ist mein erstes Video auf meinem Kanal, aber ich dachte mir, machst du das auch mal? Ich habe mir was bestellt. Ja, natürlich was mit Klemmbausteinen, was denn sonst? Und zwar das brandneue Technikset 42.0. Na, jetzt gucken wir mal in die Packung rein. Was haben wir da? Spannung, Spannung, Spannung. Was wird es wohl sein? Man sieht es schon. Wie ihr sehen könnt, die 42098, der Autotransporter. Schickes Teil, da ich so viele Autos habe, die ich auch dort hoffentlich drauf bekomme, dachte ich mir, ist das genau das Richtige, was ich jetzt brauche. Ja, schauen wir doch mal rein in das Ganze. Also im Prinzip der Karton natürlich schon ordentlich groß. Kriege ich gar nicht hier auf mein Bild drauf, wie ihr seht. Deswegen immer so in Ausschnitten. Ordentlich schwer das Ganze. Weil die Rückseite und so weiter, das habt ihr alles schon gesehen, das ist ja alles nichts Neues. Dafür gab es ja schon die Produktpräsentation und dergleichen mehr, aber ich glaube, es gibt irgendwie noch kein richtiges deutsches Video zu dem Ganzen und deswegen dachte ich mir, machen wir das doch jetzt mal und machen mal so ein Unboxing. Beliebt, beliebt. Wie viele Tüten und. Das ist eine Menge. Wir haben etliche Tüten. Die sind nummeriert. Dann haben wir schon mal eine Tüte Nummer 2. Eine zweite Tüte Nummer 2. Eine dritte Tüte Nummer 2. Eine vierte Tüte Nummer 2. Fünfte Tüte Nummer 2. Sechste Tüte Nummer 2. Dann haben wir die in Bauschritt 1 oder wir wissen noch nicht, ob Bauschritt 1 ist. Nochmal jede Menge Tüten 2. Da denkt man, gibt es überhaupt nichts anderes. Nein, hier gibt es auch 3. Nochmal die 2. Ah ja, und jetzt kommt die Nummer 1 und da sieht man viele blaue Teile. Das ist definitiv der Wagen, der mit dabei ist. Dann seht ihr hier nochmal, ja, das ist im Prinzip das erste gute Stück, was man dort verbauen kann. Natürlich braucht man dafür auch ein paar Räder vom Transporter sicherlich. Hier nochmal Tüte 1 nummeriert, das ist auch alles von dem Wagen, von dem Sportwagen. Wir gehen jetzt nochmal alles im Einzelnen durch. Die Nummer 3, nochmal eine kleine Tüte Nummer 2 mit Pins, Verbindern. Und noch eine Tüte 3 mit jede Menge Liftarme, da brauchen wir einige von. Das dürften die Reifen von dem Sportwagen sein. Und noch einige Tüten mit Pins, Verbindern, kleinen Liftarmen. Das ist schon ordentlich. Wir zählen es jetzt noch mal im Einzelnen durch. Also, wir haben 1, 2 Tüten mit Reifen. Dann Bauabschnitt 1, nochmal 1, 2, 3 Tüten. Der Bauabschnitt 2 scheint der größte zu sein, der Hauptbauabschnitt. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 Tüten. 11 Tüten, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Tüten. Und was natürlich überhaupt nicht fehlen kann, die Bauanleitung und natürlich ein ziemlich großer Stickerbogen. Da habe ich mir schon gesagt, dass ich da wahrscheinlich recht wenig von verwenden werde. Ein paar nehme ich, weil hier diese ganzen Funktionen, was man dann hinterher an dem Truck alles an Funktionen hat, sollte man natürlich auch irgendwo sehen. Und da sind die Aufkleber natürlich wirklich sinnvoll für. Ja, und ihr seht die Bauanleitung. Wie hört man es immer in den Videos, die ist schön klebgebunden, also ein richtiges Buch und ordentlich dick und schwer. Ja, machen wir sie mal eben auf, gucken wir mal rein. Ja, da ist sie. Schauen wir mal, wie viele Seiten wir haben. Das ist ordentlich viel. Und zwar sind wir bei sage und schreibe 551 Seiten. Das ist ja schon Kataloggröße, Wahnsinn. Die Bauabschnitte geht bis 219 und Seite 544 und danach noch so ein bisschen Geplänkel. Also Wahnsinn, das ist schon ordentlich. Ja, soweit zu meinem allerersten Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, ich werde euch vielleicht noch mal was beim Aufbau zeigen. Ich werde auf jeden Fall den Wagen nicht zuerst bauen, denn der steht quasi in der Anleitung am Start. Deswegen ist das ja auch Bauabschnitt 1. Aber den mache ich nicht, weil dann habe ich ja erstmal noch einen Wagen stehen, den ich noch nicht auf den Transporter laden kann. Erst möchte ich mal den Transporter haben und dann fange ich an zu beladen und baue mir diesen Sportwagen hier noch in Ruhe danach auf. Das ist noch ein kleiner Spaß. Okay, dann vielen Dank erstmal und ja, bis dann.